Willkommen auf meinem Kanal. Wir machen heute ein paar Reactions. Schön, dass ihr hier seid. Wir fangen an mit DJ Jay Hustle. Der ist voll korrekt, hat ein gutes Herz. Nur Respekt an ihn und liebe Grüße gehen raus. Wir beginnen mal mit dem Video. Es geht um Kinderschutz. Real Talk zum Thema Kinderschutz. Grüßt euch, liebe Freunde. Hier ist der Man Jay to the Hustle. Und heute ist wieder Zeit für einen Real Talk, weil ich habe wieder was auf dem Herzen, was ich beobachte und was ich so echt traurig und mich sauer macht. Das werde ich jetzt wieder loswerden. Ich habe das nämlich schon seit längerem beobachtet. Es sind immer dieselben Leute, die diese Beiträge liken bezüglich Kinderschutz, und das beinhaltet ja alles, was wir machen. Und es ist kaum irgendwie jemand, der sich dafür interessiert, so kommt mir das vor, ja. Und es sind immer dieselben Leute, die liken, teilen, verbreiten und überhaupt darauf reagieren, ja. Also ich hatte die Erfahrung schon mal in der Vergangenheit, wo Leute selber in diesem Problem gesteckt haben, wo es um ihre Kinder ging. Natürlich habe ich auch geholfen, und da waren die Versprechen sehr groß bezüglich, ja, ich will jetzt auch viel machen, ich werde alles teilen von euch, ich werde alles machen, das, dies und so. Und am Ende, wo dann das Problem gelöst war quasi, kam nicht mal wirklich ein Dankeschön, sondern man hat einfach weitergemacht, als wäre nichts gewesen. Und diese Versprechen wurden auch nicht gehalten von diesen Personen. Und ich finde es halt schade so. Warum muss es erst so weit kommen, dass man erst mal selber in diese Lage kommen muss? Ich wünsche es eigentlich keinem Kind. Ja, so ist es leider. Also ich persönlich habe ja keine Kinder, aber ich finde das Thema Kinderschutz sehr wichtig. Und Respekt an die Leute, die sich so dafür einsetzen. Und es sollte auf jeden Fall mehr supported werden. Es passiert leider halt. Und wenn man dann erst in der Lage steckt, dass man dann erst begreift, dass es jeden treffen kann, ja. Und ich finde es halt mega schade und traurig, die Arbeit, die wir da reinstecken, ja. Ob es wir United sind, wir Kinderschützer United, ob es wir Unity sind oder Stimmen der Jugend oder unsere Partner oder Freunde, mit denen wir zusammenarbeiten, die machen dasselbe durch, und wir tauschen uns auch aus, und da ist man zu dem gleichen Ergebnis gekommen, dass kaum Support kommt und auch kaum Leute auf dieses Thema aufmerksam werden. Ja? Ich meine, die Rapper und Musiker machen eh nichts dagegen oder äußern sich dazu, beziehen Stellung dazu. Und wenn man die darauf anspricht, dann heißt es, ja, aber ich will nicht in irgendeine Ecke gedrängt werden oder so. Nein, das hat nichts damit zu tun, es gibt keine Ausreden. Ja, und weil es halt so totgeschwiegen wird, ist es halt so, wie es ist, dass so viel Mist jeden Tag passiert, unwiderrufliche Sachen, wo sogar Kinder ihr Leben verlieren, ja. Und wir können nicht alle Kinder retten, ja, aber wir können einen Teil dazu beitragen, in dieser Gesellschaft etwas zu verändern, auf diese Themen aufmerksam zu machen, die im Alltag totgeschwiegen werden, ja. Und ich kann nur darum bitten, wenn ihr selber nicht aktiv werden könnt, dann unterstützt die Leute nochmals, die sich dafür gerade machen, die sich dafür die Zeit nehmen, obwohl die eine eigene Familie haben. Wäre schon gut. Tätig sind und ein eigenes Leben haben, dass sie trotzdem ihre Freizeit und ihre Hobbys quasi zur Seite legen, Entschuldigung, um halt ja, dieser Sache nachzugehen. Ja? Und das ist halt Kinderschutz. Ne? Und denkt mal über meine Worte nach und lasst es in euch gehen. Und in dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Euer Manager to the Hustle. Peace. Unity. Peace. Denkt mal drüber nach. Liebe geht raus. Danke für eure Zeit. Bis dann.